Man kann sie selbst sammeln oder kaufen. Blaubeeren oder Heidelbeeren schmecken lecker und sind kleine Vitaminbomben. Viele genießen sie roh, mit Milch oder Sahne verfeinert und auch auf einem Kuchen sind sie zu Hause. Und damit wissen Sie auch schon, was Kriti heute für Sie vorbereitet hat. Blaubeerkuchen. Hallo und herzlich willkommen zu Backen mit Kriti, hier in unserer schönen Holzofenbäckerei. Ja, es heißt ja immer, so blau blüht der Enzian, richtig, aber heute nicht. Heute sind es die Blaubeeren. Jetzt ist Blaubeerzeit und ich zeige Ihnen, wie man ganz schnell einen Blaubeerkuchen macht, der richtig saftig ist und lecker ist und eigentlich gar nicht schwierig. Fangen wir wieder an mit unseren Zutaten. Wir brauchen 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 4 Eier, 200 Milliliter flüssige Butter, 300 Gramm Mehl, 405 und ein Bäckchen Backpulver. 500 Gramm Blaubeeren, frische oder gefrorene, das ist völlig Ihnen überlassen. Und ein klein wenig Mehl zum Bestäuben, das zeige ich Ihnen jetzt auch gleich. Und schon geht's los. Ich habe wieder mich für die ganz normale Schüssel entschieden, weil die kratzen so oder so. Alles gut und wir legen auch schon los. Unser Zucker. Salz, unsere Eier, heute brauchen Sie auch gar nichts anderes machen, wie die Eier komplett rein wieder, nichts aufschlagen, das wird so ein schöner Sandkuchen. So, unsere Butter, und das tun wir erstmal schön verrühren, dann holen wir die Masse schön platt. So, das war es hier auch schon. Dann geben wir auch noch Backpulver hinzu zum Mehl. So, ganze Tüte. Stellen wir alles auf die Seite und geben das auch hier alles mit rein. So, das verrühren wir auch. Geben wir alles schön mit runter. Und es ist der typische Kuchen, wo alle, wirklich fast alle wieder mit den Finger reingehen. Die Kinder, die Männer, die Frauen, das ist völlig egal. Das ist so, Aschkuchenteig, Sandkuchen, Rührkuchen. Das ist ein Kuchen, den kann man einmal einfärben mit Kakao. Aber für die Blaubeeren ist er eben auch super geeignet. So, und das war's schon. Sie sehen, einfach alles schön schnittig verrühren. Und dann geben wir das wieder in unsere Springform, ausgefettet, einfach alles rein. So. Gut. Ziehen das bisschen wieder glatt. Glatt streichen. Der geht aber auch von alleine ganz schnell glatt. Der läuft ein bisschen. So. Der riecht unheimlich gut. So. Und hier haben wir unsere Blaubeeren. Manche fragen sich immer, warum sacken die Blaubeeren immer so unten auf dem Boden? Ich sage Ihnen, ich gebe immer ein kleines bisschen Mehl oder Speisestärke, rühre die ein bisschen so auf, dann bleibt das Mehl haften. Und somit setzen die sich nicht mehr ganz so stark ab. Geben alles drauf. So, wirklich alle 500 Gramm. Wenn man ein bisschen mehr macht, ist es immer ein bisschen gefährlich, damit das Ganze ein bisschen schief werden kann. Also ich würde sagen, 500 Gramm reichen. Gut, manche geben 700 Gramm, kann man auch machen, ist aber so ein bisschen die Grenze. Ne? Okay, das Ganze geben wir bei 200 Grad 40 Minuten Ober-Unterhitze wieder rein. Dann sehen Sie schon, geht er richtig schön auf, der geht schön hoch, an der Seite wird es schön goldig und dann wird es ein Gaumen Schmaus. Bis gleich. So, hier bin ich wieder mit dem ausgebackenen schönen Blaubeerkuchen, Schwarzbeerkuchen, Heidelbeerkuchen. Jeder hat ja einen anderen Namen da dafür im Vogtland, gibt es tausende Namen da dafür. Ich sag Blaubeer oder Heidelbeer, ist völlig egal, Hauptsache der schmeckt. Ich zeige Ihnen jetzt noch, wie man das machen könnte. Es gibt ja mit Sahne oder Puderzucker, man kann da einfach so lassen. Es gibt verschiedene Varianten.
Mit Sahne finde ich natürlich am besten. Bei Sahne ist immer noch ein bisschen was Frisches, was Cremiges. Und die geben wir einfach ein bisschen so drauf. Ich lasse den Ring immer noch drum, weil ich stelle es dann noch mal kalt. Man kann ihn auch abmachen. So. So, schön aufgeschlagene, süße Sahne. Und dann ziehen wir das einfach. Jetzt ist es ja ein bisschen neumodisch, dass es nicht mehr alles ganz so akkurat ist. Früher war das genau umgedreht. Da mussten wir alles ganz, ganz glatt machen und da durfte nichts stehen. Und wir ziehen das jetzt so ein bisschen hoch. Gucken Sie einfach so, wenn man den Teigschaber nicht hat, nimmt man einfach einen Löffel. So. Und schon noch ein paar frische Blaubeeren dazu. Und setzt die einfach so wild oben drauf. So, da ist wirklich nichts dazu, aber der ist ganz, ganz lecker, saftig, frisch und gerade jetzt ist Blaubeerzeit. Hab gelesen gestern, nicht so viel pflücken im Wald, gibt's wieder Ärger von der Polizei. Ich weiß nicht, ob's stimmt, ist auch egal. Die gibt's jetzt zu kaufen, machen Sie, was Sie denken. Ich denke, Sie machen es richtig, so sieht er aus. Heute möchte ich mich mal bedanken bei meiner Freundin, die setzt immer auf Facebook und Instagram die Rezepte so toll ein. Konstanze, tausend Dank, ist nicht selbstverständlich, macht nicht jeder. Ja, und ich würde sagen, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was da von der Aktion ist und von Fernzeit. Alles Gute, eure Kriti. Bis zum nächsten Mal. Ciao.